Ja, genau das passiert jetzt wieder. Aber das ist diesmal viel früher. So, liebe Zockerlounger, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Siedler 4 auf eurem Lieblings-Siedler-Kanal. Und sorry, dass wir, wobei, eigentlich starten wir ja pünktlich. Ich kurz abgelenkt war gerade, denn der Felix und der Ulf haben mich noch in Siedler 4 Tower Defense eingeführt. Aber ich find's scheiße. Ich liebe Tower Defense Spiele, ja, aber das ist nichts für mich. Nein, schade. So. Lass mich kurz noch was trinken. Hi Ente, Quark. Hi Flo. Hi Yannick. Hi Hase HD. Apropos Hase HD, morgen dann übrigens das verrückteste Video, das ich seit langem geschnitten habe. Osterhasen Mario Kart Defense habe ich es genannt. Ja, wer beim Community Game dabei, weil der weiß wahrscheinlich, was dann kommt. Hi Felix. Und natürlich hi Ulf. So, also, wir haben ja hier noch was offen, ne? Wikinger Mission 3, ihr wisst Bescheid. Versuch 2. Ja. So rechten Plan habe ich immer noch nicht, wie wir das gewinnen können. Aber ich versuche jetzt einfach mal schneller zu sein. Only Bogenschützen. Und dann wird das schon. Das muss doch möglich sein. Keine Ahnung. In diesem Sinne, let's go. Rettung naht. Okay. Wir können hier hinten Türme, glaube ich, auch abreißen. Brauchen wir nicht. Zumindest hat jeder Manacopter nie angegriffen, meinte ich. Und Nero Winger, danke für dein Twitch Prime Sub. Ey, coole Sache, danke. So, wir graben hier, wir graben hier. Wir müssen an die Steine ran, also auch hier. Ist jetzt hier noch ein Holzfäller hin. Der Turm bleibt stehen, der ist auch wichtig, der nicht unbedingt. Bergtechnisch war eigentlich nur der relevant, also könnt ihr Geologen gleich mal hier rüber gehen. So, Ding steht schon, schön, die kann stehen bleiben, die kann auch stehen bleiben. Was hatte ich denn? Segen, noch eine. Okay. Irgendwie halt so. So, den können wir abreißen. Den Marktplatz nach unten, den reiße ich auch weg. Den oberen, den könnte ich vielleicht gebrauchen. Mal gucken. Aber den blauen zu unterstützen ist völlig sinnlos. Das haben wir schon gelernt. Auf die harte Tour. Kann man sonst noch irgendwas abreißen? Ja, wir reißen auch noch den Aussichtsturm ab. Uff, hoffentlich hat es der Ulf nicht gesehen. So. Noch eine wunderschöne Säge rein und dann brauche ich hier eigentlich auch keinen Platz mehr, oder? Jetzt haben wir Militär rumstehen. Ihr könnt mal hier hochlaufen. Beziehungsweise einer bleibt gleich hier bei dem Turm stehen und ein Schwerti geht an den Turm. Und apropos Steine. Die waren hier hinten und hier. Okay. Wird schon irgendwie. Haben wir irgendwie vielleicht noch Holzfäller parat? Ne, ich glaube, das waren auf jeden Fall das Ding mit zwei Sägewerken. Und ich habe mir sagen lassen, dass irgendwo hier unten ganz viele Werkzeuge rumliegen, die man sich klauen kann, wenn man das weiß. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt, aber das können wir mal eben auch noch rausfinden. Geh mal irgendwie hier hin, wo auch immer du bist. Er läuft, okay. Dann hier ein Turm. Du kannst weg.
So, und Äxte haben wir aber noch, ne? 3. So, so, so. Okay. Alles, was glitzert, 2.0, aber hallo. Kann ich hier auf Danke klicken? Danke für... Danke. Das ist neu mit dem Danke klicken, oder? Naja, danke. Danke. So. Wie viele Äxte habe ich noch? 3, ne? Also da können wir da oben auch ein bisschen abholzen. Wir brauchen den Platz. Beim letzten Mal hatte ich hier eine Holzproduktion. Ich glaube, das ist nicht notwendig. Ja, wir setzen hier alles zu. Was wir schon mal setzen könnten, wäre eine Eisenmine und eine Kohlemine. Und dann gucken wir uns mal noch die Lastenverteilung, die Warenverteilung an. Bisschen mehr auf die Werkzeugschmiede, na, der Klassiker, so. Eisenschmelze, Werkzeugschmiede. Keine Bäume mehr? Ja, mein Gott, passiert. Halt mal, du bist für hier zuständig. Du bist eher dann für die hier. Und du bist für die hier. So. Wird schon passen. Da steht noch ein... Okay. Da stehen auch Geologen drin. Warum? Egal. Und dann haben wir noch eine wichtige Komponente vergessen, namentlich Wohnhäuser. Hatte ich hier nicht auch den Oberfeld beim letzten Mal direkt? Wolfblut, danke für dein... Für dein was eigentlich? Oh, für dein YouTube-Abo. Sehr cool, danke. Und falls du zuschaust, hi. Ich glaube, ich hatte hier ein großes Wohnhaus gebaut, ne? Das war auch ziemlich dämlich. So. Haben wir noch ein bisschen Holz? Ja. Ein bisschen haben wir noch. Wir wissen auch, dass der erste Manacopter hier landet. Also sollte ich gucken, dass ich die hier wegkriege, ne? Hm. Und wie viele Angeln haben wir? Keine. Keine? Angler? Jäger 0. Getreidefarmer 7. Sägewerker 2. Bergmann. Oh Mann, wenn ich die mal finden würde. Fischer 6. 6. Hört sich gut an. Zwei... 3, 4, 5 und den 6. irgendwie cooler. Hi Master K. Hi Marlon Royal. Doch nicht ins Bett, hä? Hi Baloo. Mensch, jetzt rudeln ja alle ein. So, wird meine Werkzeugschmiede fertig? Ja, wird sie. Also, dann baut mir schon mal ein nächste Sägewerk. Denn wir sind ja Wikinger. Da war doch was, ne? Mit Holz und so. Lol. Und irgendwo bimmelt ein Aussichtsturm. Ugh.
bist 13? Okay, dann musst du vielleicht doch ins Bett, ha? Gut, also wir haben hier noch einen Turm gesetzt. Da oben steht ein Ritter. Den haben wir fertig gekriegt. Dann kann man dich abreißen. Denn wir brauchen deine Steine. Apropos Steine. Steine waren nur hier oben. Genau, da war was. Und meine lieben Geologen, warum habt ihr hier diese Fläche vergessen? Hat das irgendeinen tieferen Sinn? Wahrscheinlich nicht. So. 10 Minuten gespielt. Keine Ahnung, ob da viel mehr geht in der Zeit. Ich könnte auf jeden Fall schon mal eine Säge und zwei Äxte bauen. Der erste Mana-Copter kommt, wenn meine Werkzeugschmiede fertig ist. Das glaube ich nicht. Der erste Mana-Copter kommt nach irgendeinem Zeitlimit. Weil meine Werkzeugschmiede ist schon fertig. Eine Sache noch hier. Nur Bögen. Hier einen Holzfäller rein und den nächsten Turm. Und Malon Royal, danke für dein Twitch-Follow. So. Kriegt man da irgendwie noch unauffällig zwei Holzfäller reingequetscht? Naja. Geil ist anders, ne? Egal. Keine Zeit und so. Was scheitert es bei euch? Holz haben wir noch, Steine haben wir auch noch. Da geht der erste Steinmetz hin, okay. Also, du guckst mir über YouTube und Twitch zu, also Stereo, ist es dann 3D? Hi Daniel G. Worüber ist besser? Twitch ist, glaube ich, immer besser. Immer die beste Wahl für Streams. Okay, meine Baustellen. Werdet ihr fertig? Wir laufen jetzt natürlich in das Holzproblem, in das bekannte, verfluchte. Was will ich machen? Ist halt so. Ist halt so. Punkt. So, da setzen wir auch noch Holzfäller hin und nochmal ein Sägewerk. Aber ihr scheint ja jetzt hier anzufangen zu produzieren, oder? Da liegt eine Säge. Ja, es geht los. Cool. Hier unten wahrscheinlich nicht ganz so cool. Alter Falter, da geht's wieder ab. Aber diesmal werde ich dich nicht mit Zeug versorgen. Ehrlich, ich könnte ja mal... Komm, du kriegst deine zwei Sägen da hoch, wie beim letzten Mal. Das hat dir ja offensichtlich was geholfen. Das machen wir nochmal. Aber dann musst du auch alleine klarkommen. Grün. Trojaner. Okay, und können wir da irgendwo noch fischen? Den... Ich muss auch noch irgendwo einen Brunnen hinsetzen, aber das könnten wir auch hier.
Dumm die Dumm, kein Platz. So, und jetzt setzen wir gleich zwei Steinbergwerke, weil wir ja wissen, was passiert. Dass uns der Kack ausgeht. Da können wir es hinsetzen. Passt. Okay, und wir haben kein Holz mehr. Das ist jetzt natürlich... Ja, war zu erwarten. Das Nötigste steht aber Viertelstunde rum. Was hast du mit deinen Priestern vor? Naja. Ist da jetzt schon ein Esel startbereit? Tatsächlich. Aber wehe, meine Sägewerke werden deswegen nicht besetzt hier. Dann gibt's aber Zoff. Brauche nicht wieder zu viel auf einmal. Oh, doch. Twitch ist Elite-Chat. Bis auf Felix. Welches ist dein Lieblingssiedler? Siedler 4. Gute Nacht, Hase. Siedler 2 auf Nintendo DS. Respekt. Das haben irgendwie viele. Machen wir mal. Soll man mit Prioritäten beginnen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wir beginnen aber mit der Ausbildung von T1-Einheiten. Wenn ich hier eh schon Bögen produziere, dann können wir da auch ein paar Bogenschützen. Die werden eh nur in den Turm, im Turm verschwinden irgendwo. Und mein Esel scheint losgelaufen zu sein. Kann das sein? Hallo? Esel? Ah, ja. Tut mir immer ein bisschen die Karte erforschen. Gut, wir wissen, dass vor Manacopter noch hier ein Angriff von rechts kommt. Der ist natürlich auch ein bisschen blödes zu verteidigen, wenn ich überhaupt gar nichts mehr stehen habe. Aber darauf kann ich keine Rücksicht nehmen, weil Blau hat viel mehr Probleme, wie ich. Okay, ich sollte doch Prioritäten setzen. Hier wird nichts mehr fertig. Du haust mal hier unten frei. So viele Baustellen haben wir aber auch nicht. Ich darf nicht vergessen, ich muss auch einen Haufen Nahrung produzieren. Oh, das ging jetzt aber schnell. So, Sägewerk steht. Dann macht mir bitte noch den Holzfäller. Das Forsthaus. Nee. Hört auf mit den Prioritäten. Das ist scheißegal, ob das fertig wird. Hier ist ein mittleres Wohnhaus fertig geworden. Das ist gut. Könnten wir eigentlich auch eins abreißen. Machen wir auch. Wir brauchen Holz. Komm. Und hier und da und dort. Doch, das passt so. Fische haben wir auch jede Menge am Start. Dann lasst uns jetzt... Oh, oh. Oh, oh. Ja, dann lasst uns jetzt weitermachen. Noch ein Kohlebergwerk und das erste Goldbergwerk mit zwei Goldschmelzen. Und dann hätte ich jetzt gerne Nee, ich hätte gerne keine Metzgerei, verdammt. Bäcker 1, Bäcker 2, Windmühle, ein Wasserwerk. Und dann legt mir los mit mal zwei Bauernhöfen.
Warum kommen hier Schwertkämpfe raus? Hatte ich hier noch irgendwie übrig? Alter, das ist so viel. Wenn ich später ihm hier an seine Kaserne, die noch gar nicht gebaut ist. Oh, leck, verliert er schon seinen ersten Turm. Wenn ich ihm hier irgendwie dahinter 10 Bogenschütze hinstellen könnte, 10 T3 Bogenschütze, das würde denen doch schon vielleicht reichen. Vielleicht. Okay. Werdet ihr fertig? Ja. Turmtechnisch erweitern hier hoch müssen wir nicht. Aber was wir brauchen und machen sollten, wäre hier den Berg ein bisschen schließen. Das machen wir auch. Machen wir als nächstes 5 Schaufeln und dann mach... Ich hab noch Schaufeln. Shit, und wo? Einen haben wir schon. Wieso habe ich eigentlich 2 Äxte über? Du bist nicht besetzt. Aber sonst? Das ist übrigens richtig kacke hier angelegt, ich weiß. Siedler 4 mag ich nicht. Raus. Hi Gregor. Bestler Siedler Stream. Ja, das freut mich, wenn ich sowas lese. Glaubst du, ob du die Mission gebacken hast? Na gut, es ist schon der 2. Versuch. Und beim 1. Mal bin ich ja schon glücklich gescheitert, aber ich gebe natürlich nicht auf. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass meine Produktion vernünftig anläuft. Wie viele Holzfäller habe ich denn jetzt stehen? 15. Das ist doch schon mal was. Könnte ich natürlich sagen, ich baue hier oben auch noch. Wahrscheinlich macht das alles auch Sinn. Und du hackst dann lieber hier unten noch die 2 Bäume weg, dann können wir dich abreißen und hier 2 Sägewerke. Puh, okay, lebt noch, lebt überraschend auch noch. Hola. Siedler 5, oh wow. So, wo sind meine frisch ausgebildeten Pioniere? Hä? Wo? Da. Mach das mal hier zu. Wäre ein Riesending. So, dann schauen wir uns vielleicht doch noch den Berg hier an. Alle gemeinsam. Und bauen noch 2 Kohleminen. Und die nächste Eisenmine.
Irgendwo passiert wieder was. Uah. Bau halt auch direkt vor seine Fresse, Mann. Bist du doof? So, und er hat hier seinen Turm auch verloren. Und jetzt marschiert er rein, ne? Jetzt geht's schon los. So. Ich glaube, ich baue keine T3er in diese. Also sobald... Ich mache weiter mit T1 und mit T2. Keine Ahnung. Vielleicht geht's ja dann schneller. Wenn mal Gold dazukommt, ist gut. Ich habe aber offensichtlich mehr Gold. Ach, wir machen einfach alles an. Entscheidet selbst. Wenn ich da jetzt schon Bogenschützen hätte, ne? Das wäre doch... Voll feini. Oh, so viele. Ich baue hier unten auch noch einen Turm. Einfach, dass ich da später große Wohnhäuser hinsetzen kann. Und sonst bauen wir auch Wohnhäuser. Puh. Ja, er baut wieder seine Kaserne an die gleiche Stelle. Und das Problem war beim letzten Mal, dass hier dann das dunkle Volk stand. Er hatte ja noch Militär produziert, aber die sind halt alle direkt gestorben. Bei Blau ist die Sache noch viel fataler, der produziert einfach gar nichts. Ne? Der hat jetzt hier schon wieder aufgegeben. Na, immerhin laufen noch ein paar. Aber an sich macht er ja nichts. Hi Martin88. Weißt du, wann du wieder Siedler 6 Multiplayer zockst? Nee, weiß ich nicht. Unter Umständen auch nie wieder. Das Community Game war nämlich schon. Und die Resonanz war jetzt nicht so pralle, sag ich mal. Ja, genau das passiert jetzt wieder. Aber das ist diesmal viel früher.